Die britischen Abgeordneten kehren aus ihrer Zwangspause ins Parlament zurück. Das oberste Gericht hatte in einem historischen Urteil die von Premier Boris Johnson auferlegte Suspendierung des Unterhauses mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Vom geforderten Rücktritt will Johnson nichts wissen. In New York, er nahm dort an der UN-Vollversammlung teil, sagte er: Wir sind voller Respekt vor den Richtern unseres obersten Gerichtshofs, aber wir werden weitermachen, wir werden respektieren, was das Gericht zu sagen hatte, aber wir werden den Brexit liefern. Das ist es, meine ich, was die Briten wollen. Die Labour-Opposition muss nun entscheiden, ob sie ein Misstrauensvotum will. Es ist eine Option, aber es garantiert nicht, dass ein Crash-Brexit ohne Deal, wie von ihr gewollt, vermieden wird. Ein Labour-Abgeordneter. Er sollte sich beim britischen Volk entschuldigen, er sollte den nächsten Flug aus New York nehmen und sich bei der Königin entschuldigen. Er sollte ins Parlament kommen und eine Erklärung abgeben, wie es weitergeht. Nun könnte Johnson noch einmal versuchen, die notwendige Zweidrittelmehrheit für eine Neuwahl zusammenzukriegen. Doch Oppositionsführer Jeremy Corbyn sperrt sich, solange ein ungeregelter EU-Austritt Ende Oktober nicht ausgeschlossen ist.